Wer ist Jesus? Das Johannesevangelium ist geprägt von vielen, vielen Beschreibungen, wo Jesus sich selber vorstellt, wie er ist. Und um zu beschreiben, wie er ist, nimmt er alltägliche Dinge, die bei uns im Leben einfach existieren, hier auf der Welt, und sagt den Menschen, so bin ich. Und wir stecken mitten in der Predigtreihe, eher zum Abschluss von mir, das ist das vorletzte Thema in dieser Reihe, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wo er sagt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und heute wollen wir uns mit einer weiteren Beschreibung befassen, wo Jesus über sich selbst sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und diese Begebenheit spielt sich im Johannesevangelium Kapitel 14 ab. Und damit wir das richtig einordnen können, diese Aussage, ist es unheimlich wichtig, dass wir uns mit dem Kontext beschäftigen. Was ist der Kontext? In Johannesevangelium von Kapitel 1 bis Kapitel 12, da wird Johannes oder da beschreibt Johannes das Wirken von Jesus im Volk, wo Jesus dem Volk dient. Und diese Ära ist jetzt vorbei. Die Zeiten, wo er sich dem Volk offenbart, wo er dem Volk sich vorstellt als der Messias, ist vorbei. Weil ab Kapitel 13 Jesus sich zurückzieht und nun mit den Leuten, die seine Nachfolger geworden sind, eine ganz tiefe Beziehung nun führen möchte und sich ihnen nun vorstellen möchte, wer er ist. Und genau da setzen wir an. Jesus zieht sich mit den Jüngern zurück und die halten das letzte Passamahl ab, bevor der Höhepunkt, die Kreuzigung kommt. Aber dieses letzte Passamahl, sie haben viele Passamale zusammengehalten, aber dieses letzte Mal, es war irgendwie anders. Allein wie es schon angefangen hat, die treffen sich, auf einmal zieht Jesus sich eine Schürze an, lässt Wasser in ein Becken hineinlaufen und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Sowas hat er davor noch nie gemacht. Und die Jünger sagen, Jesus, was machst du da? Nicht du uns, sondern wir müssen dir die Füße waschen. Wir sind doch die Dienenden, du bist doch der Sohn Gottes. Wir müssen dir dienen. Aber Jesus will hier ihnen ein Vorbild zeigen und sagt, nein, ich will euch die Füße waschen. Ich bin als Diener auf die Welt gekommen. Und dann geht das weiter. Und Jesus sagt, unter euch ist einer, der wird mich verraten. Und zeigt damit auf Judas, weil er ihnen einen Bissen gibt. Und nachdem Judas diesen Bissen genommen hat, verlässt er diese Gruppe von Jüngern, wo Jesus auch dabei war. Auch das eine ganz komische Situation. Und dann fährt Jesus weiter und sagt, es wird demnächst Zeiten auf euch zukommen werden, wo ich von euch weggehen werde. Und dahin, wo ich hingehe, da werdet ihr mir nicht folgen können. Und Petrus sagt, Herr Jesus, wo ist dieser Ort? Ich will mit dir kommen. Ja, wenn es sogar heißen würde, ich müsste mein Leben dafür geben, dass ich dir folgen will, so will ich es tun. Ich will mein Leben für dich geben, Jesus. Und wir sehen diese Situation, die ist angespannt. Es sind Themen, die sie zuvor noch nie hatten. Es war kein kleiner Smalltalk, gut gelaunte Runde, sondern da war Energie drin. Judas wird mich verraten. Ich werde von euch gehen, ihr werdet mir nicht folgen. Petrus, du wirst mich verraten. Ehe die Sonne wieder hochgeht, wird der Hahn dreimal krähen. Und er sagt, nein. Und genau in dieser Situation, die so angespannt ist, kommt Jesus mit einer Aussage. Und da bitte ich, den ersten Vers von Johannes Kapitel 14 einzublenden. Und Jesus sagt zu ihnen,
euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Was Jesus hier sagen will, es kommen Zeiten auf euch zu, wo ich weg von euch gehen werde. Und diese Zeiten müssen kommen. Es sind Zeiten, wo ihr alleine gelassen werdet. Ihr fühlt euch bedroht, weil ich verfolgt werde, werdet auch ihr verfolgt. Und Jesus hat noch weitere Zeiten im Kopf. Und das ist die Kreuzigung, wo er ganz genau weiß, es werden noch richtig schwere Stunden im Leben der Jünger auf sie zukommen. Und das ist, wo Jesus am Kreuz hängt. Und genau darauf will er ihm im Vorfeld schon ein Wort mitgeben und sagen, Leute, es sind harte Zeiten, aber ihr seid nicht alleine. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und diese gleichen Worte sagt Jesus auch zu uns heute im Leben. Von überall hören wir Kriegsgeschrei. Wir hören von Naturkatastrophen. Wir hören von Hungersnöten. Ja, vielleicht sogar bei dir im Leben sind gesundheitliche Probleme, Ehekrisen, Beziehungskrisen, was auch immer. Und du denkst, es kommen sehr komische Zeiten auf mich zu. Wo soll das nur hingehen? Und so möchte ich dich bitten, nicht zu verzweifeln, sondern diese Worte, die Jesus damals zu seinen Jüngern gesagt hat, will er auch heute zu dir sagen. Glaub an Gott, verzweifle nicht, vertraue ihn, glaub mir, es wird zum Besten. Warum kann Jesus diese Worte sagen? Weil Jesus ganz genau den Plan hat. Jesus hat Pläne. Jesus kennt die Zukunft von den Jüngern damals und von dir heute. Was ist denn die Zukunft, von der Jesus oder was er hier im Hinterkopf hat? Und dazu lasst uns vielleicht mal Johannes 14, 2 bis 4 lesen. Johannes 14, 2 bis 4. Dort steht, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch die Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Jesus offenbart hier seinen Plan, die Zukunft. Jesus sagt, ich gehe weg von euch, aber nicht, weil ich euch verlassen will. Nein, sondern ich gehe weg von euch, damit ich einen Ort zubereite, eine neue Heimat für euch vorbereite. Und wenn ich das gemacht habe, werde ich wieder zu euch zurückkommen. Und dann werde ich euch zu mir nehmen und ihr werdet bei mir sein. Und es wird euch ewiglich gut gehen. Was für eine Prophezeiung. Er sagt, ja, im Moment ist es schrecklich und ihr seid verzweifelt. Aber Leute, ich habe die Zukunft für euch und ich bereite die Zukunft vor. Aber dafür ist es notwendig, dass ich von euch weggehe. Und Jesus hat schon davor in den letzten Tagen häufiger davon erzählt, dass er verklärt und erhöht werden wird. Er hat von seinem Tod schon im Vorfeld berichtet in Kapitel 13. Und eben sagt er eben, also jetzt im Vers 2 hat er vorhin gesagt, ich werde euch eine Stätte vorbereiten. Also wussten die Jünger ganz genau, was Jesus sagt. Aber der nächste Vers, der Vers 5, der macht eins deutlich, wo Thomas zu Jesus spricht. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Und das ist eine gute Parallele zu uns im Leben. Wir wissen, dass wir eine himmlische Heimat haben, aber unser Verhalten, unser Leben hier auf der Erde ist eigentlich nicht von dieser Perspektive Ewigkeit geprägt, sondern wir blicken auf uns selbst, sind verzweifelt, verzagt, sind mutlos, obwohl Jesus sagt, ich bin hingegangen oder er ist hoch zum Vater gegangen, damit er eine himmlische Heimat vorbereitet. Und oft finden wir uns sehr oft in den Worten Thomas wieder. Herr, wo gehst du hin? Wir kennen diesen Weg nicht. Und dann kommt dieses Schlüsselwort von Jesus
in Vers 6. Jesus spricht dort zu ihm persönlich, erst zu Thomas, aber auch komplett zu den anderen Jüngern in die Runde. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt, Thomas, ich bin dieser Weg. Es ist nicht so, dass ich euch den richtigen Weg zeigen werde. Es ist auch nicht so, dass ich gemeinsam mit euch irgendeinen Weg gehen werde, sondern ich werde diesen Weg gehen. Ihr müsst diesen Weg nicht mehr gehen, denn ich bin der Weg. Und was meint Jesus, wenn er hier von diesem Weg spricht? Dann ist es der Weg zum Kreuz auf Golgatha. Es ist der Weg, wo er für deine und meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und anschließend fährt er zu seinem Vater hin und bereitet für dich und mich die Wohnungen vor. Und wenn du sagst, ich will auf diesen Weg gehen, dann ist es nur eine Entscheidung, wo du sagst, ja Herr, ich will dir nachfolgen, denn du bist der Weg. Du musst dich nicht mehr mit deiner eigenen Kraft anstrengen und einen Weg gehen, damit du irgendwo zum Ziel kommst. Nein, der Weg ist das Ziel. Du hast den Weg angenommen, du bist beim Ziel angelangt. Er ist das Ziel. Dazu möchte ich ganz gerne eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber ich weiß, in der Kinderstunde und der Jungschar wird sie oft erzählt, wahrscheinlich auch schon mal hier von der Kanzel, aber ich möchte sie trotzdem erzählen, weil sie eins ganz klar verdeutlicht. Man erzählt sich, es war vor einigen Jahren, ich weiß nicht ganz genau, aber sei es denn, ob die Geschichte stimmt, im Stadtteil Brooklyn in Amerika. Dort war ein Hochhaus und im 20. Stock fängt auf einmal das Feuer an zu brennen. Und auf diesem 20. Stock sind drei Arbeiter und die bemerken, hier brennt es. Also, was ist die völlige normale Reaktion? Sie suchen das Treppenhaus, damit sie schnell nach unten laufen kommen oder können. Sie kommen zu diesem Treppenhaus und sehen, wir kommen da nicht runter. Die Flammen versperren den Weg. Der Aufzug funktioniert ebenfalls nicht, weil keine Elektrizität mehr da ist. Also hoffen auf die Feuerwehr. Die Feuerwehr kommt zu diesem Hochhaus. Die machen sich bemerkbar, dass da oben welche im 20. Stock drin sind. Was macht die Feuerwehr? Die fährt die Drehleiter raus, fährt die Leiter komplett zu denen nach oben. Und was wird festgestellt? Die Leiter ist nicht lang genug. Es fehlen etwa 2 Meter, damit man die Leute erreichen kann. Und dann gab es den Feuerwehrmann Jason. Er klettert diese Feuerwehrleiter hoch und ruft zu den drei Leuten, die da gefangen in den Flammen stecken, sagen, Leute, ich habe einen Weg für euch. Und die natürlich, wo ist dieser Weg? Wir wollen den gehen. Und da sagt dieser Feuerwehrmann, ich bin der Weg. Und die Leute verstehen nicht so ganz. Aber als sie dann sehen, was dieser Feuerwehrmann macht, wird es denen klar. Der Feuerwehrmann geht an die oberste Sprosse von der Leiter, beugt sich rüber zum Gebäude und bildet eine Brücke oder eine Verbindung zwischen dem Hochhaus und der Drehleiter. Und nun ruft er, kommt über mich und geht zur Rettung auf die Leiter. Das ist eure einzige Chance, um Leben zu bekommen. Die drei, die zögerten, die sagen, wir können doch jetzt nicht über diesen Mann da drüber laufen. Doch die Verzweiflung, die Angst hat sie dazu gebracht, diese Entscheidung zu treffen. Und alle drei, einer nach dem anderen, geht über diesen Feuerwehrmann Jason auf die Drehleiter. Und weil das halt kräftige Männer waren, war es für diesen Jason schwer. Und so kommt es, dass wo der letzte Bauarbeiter auf die Drehleiter drauf geht, fällt dieser Jason, kann den Halt nicht mehr halten und fällt in die Tiefe. 20 Stockwerke in die Tiefe. Das Resultat, er ist gestorben. Aber es gibt drei Leute, die überlebt haben. Der Feuerwehrmann hat sein Leben gelassen. Es ist ein abstraktes Beispiel und kommt lange nicht dem nahe, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat.
Aber dieses Beispiel kann verdeutlichen oder für uns verdeutlichen, was es heißt. Der Mann, der die Brücke zwischen der Verlorenheit und zu der Rettung geschlagen hat, war Jesus Christus am Kreuz. Er war derjenige, er war der Weg, der die Brücke geschlagen hat. Und jetzt liegt es an den Feuerwehrmann oder an den Bauarbeitern, ob sie über diesen Weg gehen. Und sie sind gegangen und sie sind zur Rettung gelangt. Du, der du heute sitzt, bist du ebenfalls schon über diesen Weg gegangen, über das Kreuz, über die Vergebung von Jesus Christus. Hast du das Leben bekommen, was du versprochen hast? Oder stehst du noch auf diesem brennenden Gebäude und traust dich nicht, rüberzugehen, weil du an dir selbst glaubst und nicht vertraust auf die Rettung? Wie sieht es bei dir aus? Der Weg ist das Ziel. Es ist etwas Identisches, was Jesus hier von sich gibt. Jesus ist der Weg, weil er die Wahrheit ist und das Leben. Und damit kommen wir zur zweiten Aussage, die Jesus von sich gemacht hat. Ich bin die Wahrheit. Und wir alle kennen Pilatus, wo er vor Jesus steht und sagt: Was ist denn Wahrheit? Und genauso stehen wir heute in einer Welt, die von vielen Dingen beeinflusst wird. Viele Philosophen in den letzten Jahrhunderten haben darüber nachgedacht, was ist denn Wahrheit? Und sie haben philosophiert und Dinge zusammengebracht, aber zur richtigen Wahrheit sind sie nicht gekommen. Und die Frage ist, wieso? Die Philosophen haben nicht die Wahrheit in der Schrift gesucht. Sie haben sich auf ihren Verstand verlassen und versucht zu reimen, was denn die Wahrheit ist. Diese Denkweise bei den Philosophen hat damals bei denen angefangen und heute führt sie weiterhin, wo dieses Wahrheitsgefühl vermischt wird. Und so laufen so viele Menschen hier auf der Erde rum und sie wissen nicht, was die Wahrheit ist. Zur Folge hat das, dass wir den Begriff Wahrheit nur zwischen richtig und falsch missbrauchen. Wenn wir über Wahrheit nachdenken, dann ist es häufig so, dass wir sagen, ja, wenn der die Wahrheit spricht, dann hat er das Richtige gesagt oder getan. Aber mehr bedeutet es nicht. Aber die Frage ist, ist damit wirklich Wahrheit gemeint? Ist Wahrheit in der Bibel gemeint, um richtig und falsch zu unterscheiden? Was ist Wahrheit? Und nicht, was ist die Wahrheit? Und wenn wir uns den Begriff anschauen, der hier in der Bibel benannt wird oder im Urtext, dann sehen wir, dass das hebräische Denken nicht zwischen richtig und falsch diesen Begriff eingeordnet hat, sondern Wahrheit bedeutet mehr. Wahrheit bedeutet im Hebräischen das Denken, dass wenn einer etwas spricht, dass er es wirklich hält. Wahrheit meint die Verlässlichkeit, die Glaubwürdigkeit, die Treue Gottes. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann ist das eine Verlässlichkeit. Auf diese Aussage kann ich mich verlassen, was er da sagt. Er ist glaubwürdig, weil seine Treue zu Gott da ist. Warum ist das so, dass wir heute in der Zeit die Wahrheit vermischen? Und nicht mehr ganz konkret wissen, was ist wahr und was ist falsch? Was ist der richtige Weg, auf den ich mich halten muss? Und dann ist die Erklärung ganz einfach. Der Verlust der Wahrheit kommt mit dem Menschen zustande, der im Aufstand, der im entgegengesetzten Leben zu Gott lebt. Wenn ich nicht in Gott lebe
So kann ich nicht in der Wahrheit sein. Mit der Person Jesu ist die Wahrheit über Gott sichtbar geworden. Sie ist greifbar und erfahrbar geworden. Weil wir lesen in Johannes 14, Vers 7, wo Jesus von sich selbst aus sagt, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Haben die Menschen Gott gesehen? Nein, sie haben den Sohn gesehen. Und weil sie den Sohn gesehen haben, haben sie den Vater gesehen. Und das ist Wahrheit. Jesus ist die fleischgewordene, die verkörperte Wahrheit über Gott. Gott ist treu. Gott ist verlässlich. Warum? Weil Jesus es ganz klar ausgelebt hat, ist das für uns greifbar und sichtbar geworden. In Kolosser 2, in den Versen 2 bis 3, und da möchte ich vielleicht nur in den letzten Teil darauf eingehen, dort steht, vielleicht mal einblenden, Kolosser 2, 2 bis 3, genau, in dem letzten Teil, da steht, und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Der Reichtum der Wahrheit, der Weisheit ist nicht nur ein bisschen, einige Schätze, sondern hier heißt es, in Christus ist die komplette Weisheit, in Christus ist die komplette Wahrheit, die überhaupt zu finden ist, nicht nur Bruchstücke, sondern die ganze Wahrheit. Mehr Wahrheit und Erkenntnis über Gott kann es nicht geben, als nur in Christus zu finden ist. Das bedeutet für uns, je besser wir den Sohn kennen, den Sohn Christus, desto mehr werden wir Gott kennenlernen, wer er ist, wenn er sagt, er ist Wahrheit. Der Schlüssel, um Wahrheit zu erkennen, um Gott zu erkennen, liegt in Christus. Der dritte Aspekt, den Jesus hier sagt, ist, ich bin das Leben. Und in meiner letzten Predigt ging es gerade schon um die Auferstehung und das Leben. Und hier war es so wichtig, dass es nochmal wiederholt wird, dass Jesus sagt, ich bin das Leben. Damit gibt er eigentlich die Antwort auf die Frage, wie werde ich in meinem Leben zufriedengestellt? Wo finde ich echtes Leben? Wie kann man neue Lebensqualität bekommen? Denn diese Fragen, die haben die Leute damals stark beschäftigt. Und auch heute geht es darum, wie werde ich glücklich in meinem Leben? Wie kann ich zum Ziel kommen? Ich lebe, aber irgendwie lebe ich doch nicht in mir. Was meint Jesus mit Leben? Und an dieser Stelle sollten wir wissen, dass es für das Wort Leben im Griechischen zwei verschiedene Begrifflichkeiten gibt. Im Griechischen gibt es einmal für Leben das Wort Bios. Und Bios sagt nichts anderes aus, dass der Mensch hier auf der Erde lebt. Das ist das physische Leben. Wir sind alle Bios. Aber es gibt hier noch einen anderen Begriff. Und der andere Begriff heißt Zoe. Zoe ist das Geistliche, das ewige Leben. Und Jesus benutzt genau dieses zweite Wort, Zoe, um zu sagen, du wirst ewig leben. Wenn er sagt, ich bin das Leben, dann meint er nicht Bios, dass du hier auf der Erde glücklich leben wirst, sondern er sagt, Zoe, wenn du mich annimmst als dein Heiland und Erlöser, dann will ich dir ewiges Leben geben. Ich will dir nicht nur ein irdisch glückerfülltes Leben geben, sondern über den Tod hinaus will ich dir ein ewiges Leben geben. Er ist die Quelle des Lebens. Wer ihn annimmt, der hat ewiges Leben. Und nun ist die Frage an uns heute, welches Leben hast du im Besitz? Wir alle haben Bios, aber haben wir auch alle Zoe? Haben wir alle das ewige Leben?
eins müssen wir verstehen. Ich glaube, das Internet ist für uns ein Fluch und Segen zugleich. Ich denke eher Fluch als Segen. Warum? Weil wir bekommen von allen Seiten, werden wir mit Informationen vollgepumpt. Und es wird immer schwieriger, durch den ganzen Aufbau von KI-Systemen zu filtern, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Die Vermischung ist groß. Und so heißt es in unserer heutigen Welt, du kannst sein, wer du willst, du kannst dein Leben, dein Weg des Lebens gehen, wie du möchtest, weil, weißt du was, viele Wege führen nach Rom. Du kannst einen Weg gehen und du kommst nach Rom. Du kannst aber auch den anderen Weg gehen und du kommst ebenfalls nach Rom. Es spielt keine Rolle. Aber das ist nicht so. Warum? Lass uns nochmal Johannes 14, 6 anschauen und den zweiten Teil. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, du kannst viele Wege gehen und du wirst in Rom ankommen, aber das bedeutet ewige Verdammnis. Nur wenn du Christus alleine annimmst, hast du das Leben Zoe, das ewige Leben. Und die Frage für uns heute ist, auf welchen Weg gehen wir hier? Für welchen Weg hast du dich entschieden? Willst du den Weg zu Christus gehen? Ein Leben mit ihm erfüllt sein, dann darf ich dir heute sagen, du wirst ewiglich leben, weil Gott dir Zoe gibt. Aber wenn du dein Leben noch nicht in Ordnung gebracht hast und du lebst mit dir selbst nach deinen eigenen Bedürfnissen, dann sage ich dir, du bist noch nicht auf diesem Weg. Du bist noch im Hochhaus gefangen. Und wenn du nicht diesen einzigen Weg, den es hier auf der Erde gibt, dann wirst du umkommen, ewiglich. Und Jesus wünscht sich so sehr und sagt, ich will dir ewiges Leben geben. Entscheide dich heute noch für mich. Und mit diesen Gedanken möchte ich uns ganz gerne entlassen. Und lasst uns darüber nachdenken, auf welchem Weg gehe ich? Für welchen Weg habe ich mich entschieden? Und wenn du dich für den richtigen Weg entschieden hast, dann wirst du in der Wahrheit wandeln und Christus ähnlicher werden mit seiner Hilfe. Und dann wird Gott dir das ewige Leben geben. Solltest du dich dafür noch nicht entschieden haben, dann möge Gott dich segnen und dich bei den Gedanken zur richtigen Entscheidung einfach verhelfen. Amen. Amen.